So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Wir sind hier gerade wieder im Startbildschirm und es geht natürlich direkt ohne Umschweife weiter. Ich musste letztes Mal etwas nachsynchronisieren, das tut mir sehr, sehr leid, aber jetzt habe ich überprüft, jetzt dürfte die Tonaufnahme wunderbar funktionieren. Und es geht erstmal direkt wieder zurück. Oh, neuer Titel. Die Schergen folgen seinem Ruf und greifen für ihn an. Mit einem Zauber dieser Art ist die Arbeit schnell getan. Ach so, der Schergenzauber. Das Böse von Immerlicht. Nach Immerlicht das Kaiserreich zur Erholung sich begab. Jetzt, da unser Herr dort regiert, ist es nichts als ein großes Grab. Naja. Reim dich oder ich beiß dich. Ich traue dem Kaiserreich nicht. Erstmal schön zurück zu Fea. Wir haben ein Turmherz aufzuladen. Oh, ein Bürger von Immerlicht spricht vor, das müssen wir gleich noch machen. Aber erstmal Turmherz zum Leben erwecken. Wir dürften ja jetzt da bei diesem letzten Turmportal stehen. Ja, hier ist das Turmherz. Ich denke, ich werde nochmal ganz kurz zurückgehen und schauen, ob ich auch nichts übersehen habe. So, 15 Braune können nicht schaden. 10 von den anderen. So, und erstmal sehen wir uns noch ein bisschen hier um. Ach, schön. Also ich hoffe mal, dass diesmal mit der Tonaufnahme wirklich alles klappt. Ich habe es zwar vorher überprüft, aber man weiß ja nie. Und ihr könnt froh sein, dass ihr mich da nicht anhören musstet, weil ich habe geflucht wie... Ja. Also es war nicht schön. Und ich war eigentlich ja einfach nur zu blöd, das Offensichtliche zu erkennen. Na gut, sie hätten vielleicht ein Schild aufstellen müssen. Hier bitte draufhauen. So, die Kristalle, da wusste ich ja noch, dass es die hier gab. Ich glaube, wir haben auch genug, um uns bald den Helm zu bauen, diesen ziemlich guten, der die Hordengröße erhöht. Und ein bisschen die Verteidigung, glaube ich, noch stärkt. Den holen wir uns auf jeden Fall, aber jetzt erstmal Turmherz zu Fea bringen. Wir wollen die Dame doch nicht so lange warten lassen, ne? Die werte Königin. Euer Artefakt muss einst unglaubliche Magie enthalten haben, wenn nicht einmal meine Schreine es wiederbeleben konnten. So viele sind gestorben, so viele Unschuldige. Ich habe sie zum Tod verdammt. Deswegen ist es nur gerecht, dass ich ihnen folge. Aha. Genau das müssen wir jetzt tun. Wir müssen den Zauber auf Fea anwenden, aber da sind ein paar Elfen, die was dagegen haben. Hey, wieso habe ich jetzt nur 4? Ist ein Grüner wieder irgendwo hängen geblieben? Ich weiß es nicht. Der mit dir. Und ab in den Sammelpunkt. So, wie ihr seht, die hält mehr aus als so ein Schrein. Sie ist wahnsinnig geworden, Petunia. Wir müssen sie retten. Ja. Und jetzt retten die Parfen erstmal ihre Königin. Ihr Tod wäre das Ende des Heiligtums. Alle Hoffnung ruht auf ihr. Ich weiß nicht, ob hier unendlich viele kommen. Auf jeden Fall müssen wir denen ja jetzt eigentlich nur folgen, also den beiden Feen. Ich wollte eigentlich alle. So, ich hatte ja nur die Grünen ausgewählt, ich Idiot. Eigentlich ist es ja kein Problem, eine derartige Menge an Elfen relativ schnell zu erledigen. Und wir haben ja noch genug Schergen, die ein bisschen Ausrüstung brauchen. So, aber jetzt erstmal alle schön das hier nehmen. Noch mehr Elfen. Könnten die irgendwas ausrichten? Tut mir leid, das ist mein Job.
einfach hier bei uns. Töte die Bestie! Boah, hier kommen immer mehr runter, das ist doch nicht wahr. Ach so, hier sind ist glaube ich tatsächlich nochmal sowas. Also ein Spawn-Punkt, sage ich mal, für die. Ach komm. Einfach weiter marschieren. Und die Elfen verprügeln. Weil hier gibt es eigentlich nichts nennenswert Wichtiges. Ich bin eure Königin. Hört mir zu. Aber es geht euch nicht gut. Ihr müsst euch hinlegen und ausruhen. Möchtet ihr eine Tasse Tee? Boah. Tasse Tee, das ist doch nicht wahr hier. Der große Böse rückt an und es wird gefragt, ob jemand eine Tasse Tee möchte. Ist doch... Das ist doch... Wie können die so die Ruhe bewahren, diese Feen? Ich meine, selbst die Elfen schreien in Panik. Ich meine, sind wir wirklich so, wie soll man sagen, wenig beeindruckend? Dreck, ich hasse diese Nymphen. Aber dafür gibt's ja unsere Roten. Können wir die andere in der Zeit mal ein bisschen verprügeln? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen die alle erledigen dafür. Können wir die so einfach... Nee, es bringt nicht wirklich was gerade. Kommt einfach drauf. Warum nicht? Zwei Schergen dadurch sehr, sehr schnell sterben und davon auch relativ viele. Was, es sind nur noch zwei blaue übrig? Und nur noch drei rote? Erstmal die hier weg. Rückzug. Erstmal werden wir hier deutlich mehr rote brauchen. Hoppla, einen zu viel. Deshalb nehme ich jetzt 15 rote. So. Und die blauen stellen wir ziemlich sicher auf, würde ich sagen. Die blauen stellen wir hier hin. Und die roten werden da hinten gebraucht. Das Problem ist halt, ich hoffe, dass ich jetzt noch rechtzeitig die da oben platt kriege. Tatsache, es klappt. Ich habe gedacht, dass die noch rechtzeitig da wieder rauskämen. Egal. So. Schön einsammeln, was ihr brauchen könnt, Schergen. Ach, da kommen sie nicht hoch. Okay. Zurück zum Thema. Hier sind noch zwei Elfenwachen. Irgendwie ist es gerade so still. Dieses Mal seid ihr zu neu formieren, Petunia. Neu formieren, Petunia. Ach, schön. So, ehe der lästig wird. So, weiter geht's. Ihr seht übrigens, das füllt auch unser Leben auf. Liebes, warum lasst ihr zu, dass dieser schlimme Kerl das mit euch tut? Das ist nicht schön. Natürlich ist das nicht schön, die will ihr Leben opfern, um das Herz wieder aufzuladen, Mensch. Immer diese dämlichen Feen. Wieso ist schon wieder einer weg? Natürlich wieder ein Grüner. Wie kommt das? Salamander? Ich mag Salamander. Schön aufsitzen. Oh, es waren sogar exakt 15. Grünes Portal ist hier nirgendwo. Naja, egal.
Oh, Einhörner. Und wir haben eine große Menge an Salamandern. Aber erstmal schön hier noch einsammeln, was hier noch ist. So, alle Roten zu mir. Und jetzt hoffen, dass die Kamera mitspielt. Natürlich tut sie es nicht. So, jetzt aber. Jetzt immer noch nicht. Hallo. Wieso bewegen die sich nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die sich beim Ausschwärmen nicht bewegen. Jetzt also. Gut, geht doch. Einmal schön Einhörner anzünden. Oh Mist, jetzt habe ich ein paar mit dem Nahkampf gelassen, aber sie dürften ihn trotzdem regelmäßig weiter verbrennen. So. Einer rüstet sich sogar aus. So, geht doch. Und weiter anzünden. Ich finde die Salamander äußerst praktisch. Was ist jetzt einer gestorben? Warte, wo ist denn jetzt ein Brauner? Ich glaube, hier hängen einfach wieder viel zu viele irgendwo fest. So, Fea, Liebes. Schwebt die? Die schwebt. Soll mich nicht stören. Das hört man doch gerne. Oh nein, es wird schlimmer. Der böse Mann ist zurück. Ja, der böse Mann. Weiter vorrücken, Schergen. Seid ihr wirklich so dumm? Hört ihr mir denn nicht zu? Ihr seid krank, Liebes. Und wir müssen den Kranken und Schwachen helfen. Krank sind Elfen und Feen doch sowieso. Oh, jetzt darf ich die Salamander verrecken hier gerade. So, wir können die Schergen hier wieder wegrufen, damit sie aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das reicht jetzt auch. Ach, noch mehr Elfen. Oh, schnell die Blauen zurückrufen. Wird kritisch. Ich glaube, jetzt kommen nämlich immer mehr. Ja. Immer schon diese dramatischen Sätze, meine Dame. Ich lebe. So viele andere sind gestorben. Ihr habt eine neue Frau aus mir gemacht. Ich begebe mich in euren Turm, wo ich eure Rückkehr erwarte. Sehnsüchtig. Ja, jetzt haben wir Fair das, also quasi die Lebenskraft ausgesaugt und sie dabei verdorben. Jetzt haben wir allerdings noch eine Möglichkeit, aber diese Möglichkeit sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Let's Play. Seid vor allem froh darüber, dass jetzt nicht mehr nachvertont ist, sondern wieder Live-Commentary. Das ist doch perfekt. Und ja, dann werden wir mal sehen, was wir mit Fair in der nächsten Folge machen. Und ihr werdet dann auch sehen, warum ich den Pausebildschirm angemacht habe. Also dann, bis zum nächsten Mal. Cheerio!